Hallo YouTube und willkommen zum Kommentary von Black Ops 2 auf der Studio Map mit Loadstar. Schwarm ist das zweite, glaube ich, und das dritte ist das Geschütz. Hier werde ich einfach ein paar komische Gesetze von Amerika vorlesen. Ja, fangen wir gleich mal an. Und ich habe das gestern auch schon aufgenommen, aber dort hat es übelst, also hat es echt gelaggt. Ich habe da. Da frage ich mich immer, was ich eigentlich für einen PC habe. Aber dann, das gibt es halt zwischendurch. Und ja. Das erste Gesetz ist in Georgia. Oder keine Ahnung, wie man das liest. In Modehäusern ist das Entkleiden von Schaufensterpuppen ohne zugezogene Vorhänge illegal. Sogar illegal, nicht nur irgendwie eine kleine Bulle. Also, keine Verwarnung oder so, sondern gerade illegal. Ich weiß nicht, ob eine Kiste kommt oder was. Waffe leer! Und ja. Ich könnte auch Kommentare zuschreiben, was ihr meint. Was ihr zu dem Gesetz sagt. Ja. Ich persönlich, ich finde es einfach übertrieben, weil dass die Scharfwinzerpuppen, die sind ja nicht irgendwie detailliert wie eine richtige Person oder so. Das sind ja einfach nur gemacht zum Leicht anziehen. Und ja. Abschuss bestätigt. Das zweite Kommentar ist von Hawaii. Und wechsle das Magazin! Dort steht: Wer sich in der Öffentlichkeit mit einer Bordhose zeigt, muss mit Bestrafung rechnen. Und ja. Nachladen! Das ist auch einfach so etwas Unnötiges wie eine Bordekleidung, das ist eine Kleidung. Da hat man nicht nachts und vielleicht zeigt man da mehr an der Beine. Ja. Ich finde es jetzt auch logisch, dass ich nicht ins Kino gehe mit Badehose oder nicht ins Theater oder heißt der Geier wohin. Also das finde ich jetzt auch etwas völlig Logisches, aber dass man mit Bestrafung rechnen muss, das hätte ich echt nicht erwartet. Ja. Dann das dritte ist in Indiana, ich weiß nicht, Indiana, ob man so ausspricht. In Gary steht es unter Strafe, innerhalb von 4 Stunden nach dem Genuss von Knoblauch ins Theater zu gehen. Ja, in der Öffentlichkeit mit Knoblauchatmen ist schon nicht so angenehm, aber dass es gerade verboten ist. Ich würde sagen, es ist nicht empfehlenswert, aber man kann ja die Zähne putzen oder irgendwie, ich weiß es auch nicht, die ganze Zeit das Kaugummi fressen. Guter Angriff. Und ja. Den Druck aufrecht halten. Bestätigt. Balken 1-1 hat das Ziel auf 150 Meter erfasst. Peilung 2-3-0. Warum ist das eigentlich mein Lieblingsmap? Warum denkt ihr? Ich finde es einfach geil, dass es hier wie verschiedene Länder oder verschiedene Kontakt zu Verbündeten und erfasst. Verschiedene Jahre, Jahrhunderte, also Westhallen und dort, dass es noch mit dem modernen Auto, der modernen Stadt, das ist eigentlich alles auf einer Map, halt auf einem Mini-Format. Das ist eigentlich das, was ich da nicht mehr sehe. Und warum, dass ich hier immer so viel eigene Spiele aufnehme, ist, weil ich sonst die ganze Zeit abkratze und sterben muss. Ja, dann hier. Und das macht mir auch mehr vorne, wenn ich natürlich nicht nach 2-3 Abschüssen schon wieder sterbe. Also, es gibt ja solche, die nehmen nur Training oder ganz normalen Schüssen auf, aber ja. Also, abgeschlossen. Gut gemacht. Das wäre das Kommentar gewesen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.